die Sache, die ich inshallah ta'ala ansprechen möchte, ist eine Sache von großer Bedeutung und auch von akuter Gefahr. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns im Koran, liebe Geschwister, وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرِ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wenn sie euch um Hilfe rufen, dann habt ihr Hilfe zu leisten. Dann seid ihr verpflichtet zu helfen. Und diese Sache ist keine freiwillige Tat, liebe Geschwister. Ihr müsst wissen, dass diese Sache keine freiwillige Tat ist, sondern eine Pflicht ist. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala jeden einzelnen von uns Yawm al-Qiyamah fragen wird. Nach seiner Verantwortung und nach das, was er gemacht hat. Allah subhanahu wa ta'ala wird jeden Yawm al-Qiyamah zur Rechenschaft ziehen in dieser Angelegenheit. Deswegen sage ich euch, liebe Geschwister, ihr seid nicht blind und wir sind nicht blind. Wir sehen, was auf der Welt passiert. Was den Muslimen auf dieser Welt passiert. Überall auf dieser Welt, wo Blut fließt, wenn du dann dieses Blut hinterfragst, welches Blut ist es, dann ist es das Blut der Muslime. In den meisten Fällen. Egal, wo du hinschaust. Schaust du nach Afrika, ist es das Blut der Muslime. Schaust du nach Asien, ist es das Blut der Muslime. Überall, wo du hinschaust, das Blut der Muslime hat keinen Wert. Und wallahi, heutzutage machen sich die Leute Gedanken und haben Angst, eine Fliege etwas anzutun, aber machen sich keine Gedanken über die Muslime. Und momentan ist vor allem ein Land sehr hart betroffen. Momentan, in der jetzigen Situation, ist ein Land sehr hart betroffen. Das ist Bilad al-Sham. Syrien. Liebe Geschwister, Syrien ertrinkt in Blut. Dieser Aduullah, dieser Tarut, dieser Taria, dieser Bashar, dieser, wallahi, man weiß nicht, was man für Wörter nehmen soll, um diesen Tyrannen zu beschreiben. Weil man hat Angst, wenn man ein Tier nennt, ihn mit einem Tier nennt, dass man das Tier beleidigt. Dieser Aduullah, das ist ein Feind von Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister. Ein Feind von Allah subhanahu wa ta'ala von der schlimmsten Sorte. Ihr seht, wie dieser Aduullah gegen unsere Geschwister in Syrien vorgeht. Gegen die Muwahidin, gegen die Sunniten in Syrien vorgeht, wie er sie abschlachtet. Und er schreckt vor nichts ab. Er schreckt nicht ab vor Kinder. Er schreckt nicht ab vor Frauen. Er schreckt nicht ab vor alte Leute. Alles, wer jeder, der sich ihm in den Weg stellt, wird getötet. Ihr seht die Videos, liebe Geschwister, wie unsere Geschwister bei Lebendigen in einem lebendigen Zustand begraben werden und zu ihnen wird gesagt, sag, La ilaha illa Bashar, und Allah subhanahu wa ta'ala gibt diese Leute Standhaftigkeit und festigt sie, dass sie keinen Kufr aussprechen, obwohl sie es könnten. Obwohl die normale Situation normalerweise, wallahi, zu anderen Situationen, yani zu weniger schlimmen Situationen, wird man noch schlimmere Sachen sagen. Andere werden verbrannt. Frauen werden vergewaltigt, liebe Geschwister. Wallahi, unsere Schwestern werden vergewaltigt und getötet von diesen Tieren. La'natullahi alayhim. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, möge Allah sie bestrafen, ya Rabb. Aber liebe Geschwister, wir gucken zu. Diese Sachen, das sind keine Abenteuerfilme, liebe Geschwister. Wallahi, wir müssen Allah fürchten. Weil uns kann das auch widerfallen. Heute sind wir Zuschauer. Morgen sind wir vielleicht die Betroffenen, liebe Geschwister. Deswegen müssen wir Allah fürchten. Gestern habt ihr gesehen, habt ihr vielleicht mitbekommen oder nicht mitbekommen, Allahu alam, ein Massaker. Allahu alam, wie viele Kinder. Über 60 Kinder oder so sind getötet worden von diesen Aduullah. Kinder!
Heute wieder lese ich gerade im Internet, in Afghanistan, eine ganze Familie ausgelöscht. Von NATO. Luftangriff, eine Familie, Mann und Frau und Kinder, getötet. Und dann schreiben sie noch, sie haben nichts zu tun gehabt mit Taliban. NATO. Das sind diejenigen, die uns, yani, wir sind hängen geblieben, die wollen uns erziehen. Die wollen uns die Demokratie beibringen. Die wollen uns Rechte, Menschenrechte beibringen. Sie wollen uns Frauenrechte bringen. Wir sind Tiere, wir haben keine Ahnung. Wir wissen nicht, wie wir leben können. Also kommen die in unseren Ländern und wollen uns yani, zivilisieren. Das ist ihre Zivilisation. Guck mal in Afghanistan, wie sie bombardieren. Aber in Syrien kann keiner was machen. Und Wallahi, liebe Geschwister, das ist auch ein Beweis für uns alle, dass wir sehen, dass diese A'da Allah, diese Feinde von Allah subhanahu wa ta'ala, alle gemeinsam sind. Die halten alle zusammen. Sie halten alle zusammen. Sie gucken alle zu. Keiner macht was. Lasst euch nicht reinlegen, liebe Geschwister, wenn irgendein Hund von denen rauskommt und sagt, ja, wir verurteilen das. Dieses Verurteilen kann er sich hinter die Ohren schmieren. Was für Verurteilen? Über ein Jahr werden Menschen abgeschlachtet und getötet. Und man guckt zu und dann kommt er mir raus, wie sie alle heißen, Kofi Annan und Ban Ki-moon oder wie die alle, diese A'da Allah, möge Allah subhanahu wa ta'ala, sie alle gemeinsam vernichten, kommen raus und wir verurteilen. Deswegen, liebe Geschwister, lasst euch nicht reinlegen von diesen Lügnern. Die sind alle unter einem Dach, die sind alle sind sie mit gemeinsam Mörder. Alle gucken zu. Deswegen, liebe Geschwister, unsere Pflicht ist zu helfen. Jeder auf seine eigene Art, jeder wie er kann. Es ist in der Zeit, liebe Geschwister, die Wahrheit zu sprechen und nicht um den heißen Brei herumzureden. Es ist wajib, es sind Zeiten, wo es ein Fard ist, etwas zu sagen, eine Pflicht, etwas zu sagen. Jetzt ist nicht jetzt ist der Moment nicht dafür da, um über, weiß ich nicht, was für Themen zu sprechen. Gerade ist diese akute Situation, diese heikle Situation, Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der uns verpflichtet hat zu beten, derjenige, der uns verpflichtet hat, Zakat zu verrichten, Siyam zu machen, Hajj zu machen, ist derselbe und derjenige, der uns gesagt hat, وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرَ. Es ist eine Pflicht, ein Fard. Und diese Pflicht wird dann erst erhöht und wird erst dann aufhören, wenn der Zweck erfüllt ist. Wenn die unsere Geschwister überall auf der Welt nicht mehr leiden. Deswegen, liebe Geschwister, das ist eine Sorge, die wir mit uns tragen. Wir müssen uns Vorwürfe machen. Wir gucken tagtäglich fern, wir lachen und essen und schlafen mit unseren Frauen und in demselben Moment werden unsere Geschwister überall auf der Welt. Wie können wir das Leben genießen, Wallahi? Wie? Wallahi, es ist eine Schande. Und kommt mir nicht mit Masalih und Mafasid. Und kommt mir nicht mit ja, aber Sabr und das und das. Ich will sehen von diesenjenigen, die so reden, wenn das seine Schwester ist. Wenn diejenige, die vergewaltigt ist, seine Schwester, ob der denn zu mir kommt und sagt, hab Geduld. Dann komme ich zu ihm und sage, hab Geduld, wenn er jetzt heute sagt, hab Geduld. Ittaqullah, fürchtet Allah. Das Mindeste, was wir machen, ist diese Sorge zu tragen, liebe Geschwister. Sorge, Hem, darüber zu reden. Ja, ayyuhan nabiyyu, harrid al-mu'minin. Wir müssen darüber miteinander reden. Das muss unsere Sorge. Wie können wir, Wallahi, wie können wir nur? Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist Weltmeister in Reden. Schön reden. Bringst du einen, der kann dir schönen Vortrag halten. Mathalul Mu'minin, fi tawaddihim wa tarahumihim, ka mathalil jasad al-wahi. Und wo ist dieser Jasad? Wo ist dieser eine Körper? Fühlen wir das? Wallahi, unsere Lage zeigt nicht, dass wir das fühlen, Wallah.
Denke dran, dass du vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen wirst. Du wirst da stehen, alleine, ohne Anwalt, ohne Turjuman. Und dann wirst du gefragt. Heutzutage, man wird kritisiert, wenn man darüber redet. Eine Unverschämtheit. Das Mindeste, was man macht, dass man die Muslime damit erinnert, dann kommen Schlauberger raus und sagen, ja, warum schreit der rum? Attaqullah, fürchtet Allah. Das Mindeste, liebe Geschwister, ist, dass wir uns Sorgen machen um diese Geschwister. Dua. Wo ist der Dua? Wo ist der Dua? Dua nicht so, Allahumma kulli ikhwa. Dua vom Herzen. Dua, so wie du, yani, wenn du etwas voll nötig hast. Du brauchst etwas, du bittest Allah an, ja Allah. Vom Herzen, ja Allah, ja Allah, ja Allah. Wo ist das Dua? Und mit Nefs, wenn man kann, mit Nefs. Und mit Mal, liebe Geschwister. Bevor Nefs, wallahi, ich sage euch eine Sache. Wer die Sorge nicht trägt und wer kein Dua macht und wer nicht spendet, der wird niemals mit Nefs opfern. Niemals. Allah subhanahu wa ta'ala immer im Koran fängt an mit Amwalikum und dann wa anfusikum. Immer. Deswegen, liebe Geschwister, momentan viele Geschwister fragen mich und meine anderen Brüder, fragen sie, ja okay, wir wollen spenden, aber an wem? Es gibt eine Organisation, eine Hilfsorganisation, die von vertrauenswürdigen Brüdern gegründet wurde. Diese Brüder nehmen, also so wie wir sie kennen und wir vertrauen ihnen, sie nehmen kein Geld, weil heutzutage sind diese Hilfsorganisationen, die meisten sind wie Firmen geworden. Direktor, Arbeiter und dicke Autos fahren und. Von 100 Euro kommt vielleicht 1 Euro an. Die meisten, das ist die Sachlage. Diese Organisation, nahsabum Allah hasibum, wir denken von denen, die sind gut. Und Allah weiß über sie am besten. Die wurde gegründet von vertrauensvollen Brüdern. Die heißt An-Nusra. Und die haben eine Internetadresse. Dadurch könnt ihr sie kontaktieren und spenden. An-Nusra, an-nusra.com. Das sind vertrauensvolle Brüder. Bitte, liebe Geschwister, spendet für unsere Geschwister in Syrien. Die Leute dort unten, die haben nicht mal Essen. Die sterben vor Hunger. Die haben keine Medizin, kein Medizin. Sie sterben, weil keine Medizin da ist. Und die Brüder, die bringen diese Sachen selbst runter. Deswegen mein Appell und mein Aufruf. Wallahi, nahnu muqassirun. Wir machen nichts. Und können auch nicht viel machen, leider. Wallahi, unsere Herzen brennen. Allah weiß es. Und uns sind leider in sehr, sehr vielen Fällen die Hände gebunden. Walakin Allah musta'an. Aber das Mindeste, was wir machen, liebe Geschwister, ist Geld zu geben. Ist Geld zu geben, spendet. Spendet. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat so viel Lohn. Jeder weiß das. Normalerweise, man braucht nicht zu erzählen. Jeder weiß das. Man dhalladhi yuqridu Allah qardan hasana. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. Wer gibt ein Darlehen an Allah subhanahu wa ta'ala? Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt es ihn mehrfach zurück. مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ. Das, was du gibst, ist das, was vermehrt wird. Das wird, dein Geld wird nicht weniger. Wallahi, das wird nicht weniger. Sei dir sicher, wallahi, das wird nicht weniger. Hilf deine Geschwister, liebe Geschwister. Und wallahi, ich sage nochmal, wer jetzt nicht zuhört und wer nicht hilft, sei dir sicher, du wirst ja um Al-Qiyamah gefragt und eines Tages wirst du die Hilfe wünschen und dir wird nicht geholfen. Du wirst die Hilfe wünschen und dir wird nicht geholfen und da wird es auch Leute geben, die zugucken und sagen, Miskin, Miskin,
Deswegen, liebe Geschwister, müssen wir Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und unseren Beitrag erfüllen und spenden fi sabilillah subhanahu wa ta'ala. Und la'alla, inshallah, wir planen, aber leider ist uns bis jetzt immer was dazwischen gekommen, aber wir werden inshallah ta'ala eine Benefizveranstaltung inshallah ta'ala planen, für extra für unsere Geschwister in Syrien. Inshallah ta'ala werden wir gucken, dass wir das inshallah ta'ala auch noch auf die Reihe bekommen. Wie gesagt, annusra.com, bitte spendet da inshallah ta'ala für Syrien. Wa jazakumullahu khairan. Ich gebe das Wort inshallah ta'ala weiter an meinen Bruder Abdul Latif. Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulullah. Was soll ich sagen? Alle Wörter, was ich sagen wollte, der Bruder Abu Djan hat gesagt. Das heißt, die Lage von uns ist es richtig traurig. Und jetzt ist es nicht Fardu Kifaya, dass jeder von uns spendet. Lakin Asbaha Fardu Ain, Pflicht für jede. Das ist mindestens, was wir machen können. Und jeder von uns muss auch vorstellen, dass diese Frauen, diese Männer, diese Kinder, was diese Schwein tötet, einer von uns. Und die ist auch einer von uns. Alle sind unsere Brüder, Schwestern, alle Eltern auch genauso. Deshalb, jeder von uns wird auch gefragt, wenn du vor Allah bist, dann mindestens spende, was du kannst und wie viel du auch kannst. لأن الحجة قد قامت الآن. Jeder von uns weiß genau, was in Syrien ist. Möge Allah ihn richtig vernichten. Allahumma shallilhu. Allahumma jammid ad-dama fi jismihi. Ya Rabbal Alamin. Wallahi, wir können nur jetzt Dua machen. Und das ist auch eine Sache, die richtig beste ist. Und meisten Brüder, Schwestern, die vergessen, dass Dua macht alles. Wallahi, wir sind richtig 100% sicher, der wird kaputt gehen. Seine Tage sind nah. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ لَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ wird ihm für uns als Ei lassen. فَنَسْأَلُ اللَّهَ عز وجل أن يساعد إخواننا آمين. وأن يقوي سواعدهم آمين. وأن يتقبل منهم شهداءهم آمين. وأن يشفي مرضاهم آمين. يا أرحم الراحمين آمين. Die Seiten, inshallah, sind von ein paar Brüder richtig vertrauenswürdig. Deshalb, wenn du nur 1 Euro spenden kannst, dann mach das. 10 Cent, mach das. Wenn du auch nicht kannst, einfach kannst du weiter Bescheid sagen, damit jeder von uns etwas für seinen Bruder, seine Schwester machen kann. Fallahumma a'inna. Amina. Fallahumma a'inna. Amina. Fallahumma a'inna. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Liebe Geschwister, brauche ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen, weil die Brüder schon yani eigentlich alles deutlich. Sie haben alles deutlich erklärt und alles verständlich gemacht und die Lage erklärt und die Pflicht gesagt und euch die Pflicht bekannt gegeben. Aber ich sage zu euch, liebe Geschwister, einige Sachen. So sehr es auch schmerzt, diese Lage der Muslime zu sehen, und ich denke, dass derjenige, der keine Schmerzen hat in seinem Herzen, dass dieser der Heuchelei näher ist als dem Glauben. Einer, den das nicht interessiert oder dem es nicht wehtut, diese Person ist der Heuchelei im Nifaq aqrab. Näher als dem Iman. Wal'iyadu billah. Deswegen, liebe Geschwister, aber trotzdem, subhanallah, oder wenn wir yani, daran denken, yani, was gerade geschieht, so sehen wir trotzdem, subhanallah, wallahi,
auch wenn es noch so sehr weh tut und so schmerzt. Trotzdem sehen wir wunderschöne Sachen, subhanallah, die dort geschehen. Barakallahu fik, wir sehen, dass Allah Azza wa Jal Leuten Thabat verleiht, Standhaftigkeit gibt, die noch nicht mal richtig stark praktizierende Muslime sind. Ganz normale Muslime, subhanallah, die nicht sehr viel praktizieren, sie beten, ganz einfache Muslime. Und sie werden bei lebendigem Leibe begraben oder verbrannt. Und subhanallah, und sie sollen nur ein Wort sagen. وَتِلْكَ الْأَيَّامِ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Und es sind ja nie die Zeiten, die wir und die Ereignisse, die wir immer wieder auf dieser Welt geschehen lassen. So wie sie damals gemacht haben mit Bilal radiallahu anhu und den anderen Gefährten. Sie sollen Muhammad sallallahu alaihi wasallam beleidigen. Sie sollen sagen, A'la Hubal. Hubal ist der Höchste. Es gibt keine Gottheit außer Hubal oder Ullat und Uzza. Und sie sagten, Ahad und Ahad. Und Allah, wir sehen diese schöne Sache, diese wunderschönen, yani Taten, mutigen Taten, tapferen Taten von Muslimen, subhanallah. Die in dieser Lage, eigentlich, wenn ihr Herz voller Iman ist, dass sie sogar Kufr aussprechen dürften. Sie dürften sagen, La ilaha illa al-Bashar, wenn ihr Herz voller Iman ist. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil Iman, wie Allah sagt. Aber er, subhanallah, sieht das nicht so. Er hat Thabat, und das ist eine Standhaftigkeit, die kann nur von Allah kommen. Dann sagt er, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Und er wird zugeschaufelt. Subhanallah, in diesem Tod kann man sich nicht vorstellen, liebe Geschwister, lebendig begraben zu werden, dass du keine Luft mehr, dass du erstickst, subhanallah. Aber du sagst, la ilaha illallah. Und andere Brüder, die verbrannt werden bei lebendigem Grab, lebendigem Leibe. Und er brennt und brennt und sagt, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Was für ein Thabat. Subhanallah, Allahu Akbar. Liebe Geschwister, wir müssen eine Sache nicht vergessen. Subhanallah, Allah Azza wa Jal ist Hakim, ist der Allweise. Er benutzt diese unmenschlichen Satane von diesem Tarut, von diesem Tyrannen Bashar und seine Unterstützer und seine Soldaten. Er benutzt sie, damit diese Leute Jannat al-Firdaus kommen. Und Allah Azza wa Jal benutzt diese unterdrückten, standhaften Gläubigen, damit dieser Tarut und seine Helfer in Jahannam kommen. Möge Allah sie verfluchen in Dunya und Akhira. Aber trotzdem, liebe Geschwister, ist es eine Sache, die natürlich jeden Muslim schmerzt und jeden Muslim berühren muss und wissen muss, dass jeder dazu verpflichtet ist, wie die Brüder es schon erklärt haben. Und wir dürfen nicht vergessen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, man jahhaza raziyan, derjenige, der einen Mujahid finanziell unterstützt, das heißt, er bezahlt ihm seine Waffe, seine Nahrung, seine Kleidung, er ist selber ein Mujahid. Unterstütze deinen Bruder, damit er kämpft auf dem Wege Allahs, dass er diese Unterdrückung von sich und von den Gläubigen weist. Dass er sich verteidigt, seine Ehre verteidigt, seine Frau und seine Kinder verteidigt, unterstützt du ihn und finanziell, dann bist du selber bei Allah ein Mujahid. Und wenn du es nicht machst, dann gibt es einen anderen Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in dem er sagte, derjenige, der sieht, dass sein Bruder im Glauben in ihn unterdrückt wird und seine Ehre, dass er entwürdigt wird, und er ihn nicht unterstützt, obwohl er ihn unterstützen kann,
So wird Allah Azzawajal diesen Menschen, der diese Unterstützung yani nicht geleistet hat, Allah Azzawajal wird ihn an einem anderen Ort, in einem anderen Tag, in dem er seine Unterstützung braucht, Allah wird ihm auch einen Stich lassen. An dem Tag, an dem du Allah brauchst und du die Vergebung von Allah brauchst und die Unterstützung brauchst, auch in Dunya, dass deine Frau nicht vergewaltigt wird, dass deine Tochter nicht vor deinen Augen vergewaltigt, Allah wird dich auch im Stich lassen, so wie du deinen Bruder im Stich gelassen hast. Und wallahi, liebe Geschwister, wir haben alle Geschwister. Jeder von uns hat eine Tante und eine Mutter und eine Oma und eine Cousine in Algerien oder in Marokko oder in Syrien oder in Palästina oder in der Türkei. Und wallahi, wann hat Syrien angefangen? Gestern haben unsere syrischen Brüder nicht daran gedacht. Aber heute sind sie dran. Gestern haben andere Muslime dabei zugeschaut in Bosnien und dann kam die Strafe zu ihnen nach Afghanistan. Für die unterlassene Hilfestellung und Unterstützung in Bosnien haben auch Brüder dafür bezahlt in Afghanistan. Haben die Brüder nicht unterstützt in Afghanistan? So ist die Strafe in Libyen gekommen und die Strafe jetzt in Syrien gekommen und so weiter und die Kreise drehen sich. Und morgen ist Algerien dran. Und morgen ist Marokko dran. Und übermorgen ist die Türkei dran. Möge Allah alle Muslime bewahren vor der Fitna. Vor der Heimsuchungen. Aber wir müssen wissen, wenn wir sie im Stich lassen, Allah wird uns im Stich lassen. Wenn wir sie unterstützen, Allah wird uns unterstützen. Und eine Sache vergessen wir nicht, liebe Geschwister. Allah sagt im Koran, Surat Ibrahim, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Und denke ja nicht, dass Allah Azza wa Jal in Unachtsamkeit ist für das, was die Ungerechten tun. Denk nicht, dass Allah Azza wa Jal unachtsam ist. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعي مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. Denk nicht, dass Allah Azza wa Jal unachtsam ist, dass Allah Azza wa Jal diese Ungerechtigkeit nicht sieht. Allah Azza wa Jal, wie der Prophet gesagt hat, er gewährt dem Ungerechten. Allah Azza wa Jal lässt ihn. Gewährt ihn an Zeit. Allah lässt ihn etwas, die Ungerechtigkeit, yani tun auf dieser Erde. Genauso wie er diese Ungerechtigkeit der Amerikaner und ihrer Verbündeten zulässt, für eine Zeit. Aber wenn Allah Azza wa Jal den Ungerechten packt, wenn Allah Azza wa Jal ihn nimmt, auseinandernimmt, so nimmt er ihn auseinander, so wie er auseinandergenommen hat, zuvor, Pharaon und Ad und Thamud und andere, die vor ihnen waren. Allah Azza wa Jal lässt es zu, für Weisheiten, die Allah Azza wa Jal hat, die Allah Azza wa Jal erkennt und weiß, damit die Menschen geprüft werden, damit den Menschen vergeben wird, damit die Menschen ihren Geschwistern helfen und Ibadah machen darin. Für viele Weisheiten, die Allah Azza wa Jal besitzt, lässt Allah Azza wa Jal solche Sachen zu. Aber Allah Azza wa Jal ist nicht unachtsam. Allah sieht es und weiß es. Und Allah Azza wa Jal wird diese Leute bestrafen. Wallahi, wir können uns die Strafe dieser Menschen nicht irgendwie vorstellen. Niemals. Aber Allah Azza wa Jal wird sie bestrafen. In Dunya und in Akhirah. Allah Azza wa Jal lässt diese Ungerechtigkeiten nicht einfach so zu. Aber es ist an uns, liebe Geschwister, ob wir dabei tatlos zusehen, oder ob wir, ob sich bei uns ein Haar krümmt. Ob wir Unterstützer sind oder Heuchler sind. Möge Allah Azza wa Jal uns recht leiten, uns vergeben, diese verlassene, unterlassene Hilfestellung. Möge Allah Azza wa Jal uns vergeben und möge Allah Azza wa Jal unsere Geschwister zum Siege verhelfen. Möge Allah Azza wa Jal uns dazu recht leiten, unseren Brüdern zu unterstützen mit dem Wort und mit dem Geld. Und mit der Dua, und dass wir diese Körper aufopfern für unsere Geschwister, für den Dien. Möge Allah uns
da einen Platz schenken in diesem, in dieser gesegneten Erde. Die Erde für die großen Schlachten der letzten Zeit. Für den Sieg der Gläubigen. Das ist der Ort, für den der Prophet gesagt hat, Alaikum Bisham. Sham, dieser Ort, ist der Ort der Siege der Gläubigen. Dort werden die Siege der Gläubigen gefeiert, liebe Geschwister. Dort werden die großen Schlachten stattfinden. Von Al-Mahdi und von Isa alayhi salatu wassalam. Deswegen, Jazakumullahu khairan. وبارك الله فيكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وجزاكم الله خيرا. Ich wüsste, ihr müsst wissen, Syrien, guck mal, in manchen Ländern ging das schnell, Tunesien ging schnell, Libyen etwas länger, aber Syrien, das ist das Ard al-Malahim. Ard al-Malahim. Davon da, inshallah ta'ala, kommt die Khilafa, inshallah ta'ala, ala minhaj al-Nubuwa. Von dort wird inshallah ta'ala wieder den Nord von Tawhid, bi'idhnillah ta'ala. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, es gibt so viele Hadith, lernt eure Religion. Allahumma barik lana fi shamina. Al Rasul sallallahu alaihi wasallam hat Dua gemacht. Und ihr müsst wissen, auch Jemen, diese zwei Länder, von denen kommt inshallah ta'ala der Fath für die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen verliert nicht die Hoffnung, erfüllt nur euren Wajib. Wir müssen unsere Pflicht erfüllen und da ist es inshallah ta'ala auf Allah. Allahumma kulli ikhwanina fi Syrien. Allahumma kullahum ya rabbal alamin. Allahumma kullahum waliyan wa nasira wa zahiran wa mu'ina. Allahumma thabbit aqdamahum. Allahumma thabbit aqdamahum. Allahumma saddid ramiyahum. Allahumma taqabbal shuhada'ahum. Allahumma shfi mardahum. Allahumma dawi jarhahum. Allahumma ya rabbi kum ma'ahum ya rabbal alamin. Ya rabbi laysa lahum siwak. يا ربي ليس لهم سواك فكن معهم يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم عليك ببشار اللهم عليك به يا رب العالمين اللهم عليك عبد بشار وجنوده اللهم عليك ببشار وجنوده اللهم يا رب دمرهم تدميرا اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم يا رب اجعلهم يتمنون الموت ولا يجدون اللهم اجعلهم يتمنون الموت ولا يجدون اللهم يا رب أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ابتله في أهله وأولاده اللهم يا رب دمره يا رب العالمين اللهم يا رب إنك أنت الملك أنت القوي العزيز أنت الجبار المنتقم انتقم لإخواننا يا رب العالمين اللهم عليك بجميع الطواغيت عربا وعجما اللهم عليك بطاغية اليمن اللهم عليك بطاغية اليمن اللهم انصر إخواننا في اليمن اللهم يا رب انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم كن لإخواننا في أفغانستان وفي العراق وفي الفلبين وفي الصومال وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر كل من نصر الدين اللهم انصر كل من نصر الدين اللهم انصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء يا رب العالمين اللهم انصر كل من ينصر كلمة لا إله إلا الله اللهم يا رب كن معهم يا رب العالمين اللهم اطلق سراح إخواني المسجونين اللهم يا رب اطلق سراح إخواني المسجونين اللهم يا رب اطلق سراح إخواني المسجونين اللهم يا رب اطلق سراح مشايخنا اللهم يا رب اطلق سراح مشايخنا اللهم يا رب اطلق سراحهم يا رب العالمين اللهم يا رب ثبتنا وإياهم على الحق والدين اللهم يا رب كلهم أنيسا في وحشتهم اللهم يا رب كل لأولادهم وأهليهم اللهم يا رب كلهم يا رب العالمين اللهم كل إخواننا في غوانتنامو وفي كل السجون يا رب العالمين اللهم يا رب دمر هؤلاء الكفر الملحدين اللهم عليك بهم يا رب العالمين اللهم عليك برأس الكفر أمريكا اللهم عليك بها يا رب العالمين اللهم يا رب عليك بهم يا رب العالمين اللهم عليك باليهود والنصارى اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم يا رب وفقنا لنصرة هذا الدين اللهم يا رب اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم يا رب ارزقنا شهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين اللهم يا رب ارزقنا شهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين اللهم يا رب وفقنا وقوي إيماننا لأن
لأن نضحي بأجسامنا من أجل هذا الدين يا رب العالمين. اللهم يا رب خذ من دمائنا حتى ترضى. اللهم يا رب طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم يا رب ارزقنا الإخلاص، يا رب ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم يا رب ارضى عنا، اللهم ارضى عنا يا رب العالمين. اللهم يا رب ارضى عنا يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم الله خيرا.